Ja, ihr Lieben, ich grüße euch alle ganz herzlich hier bei uns im LB Lotusblüte. Heute wieder mal im TV und natürlich auch, wie alle, die es schon kennen, wird es auch im Radio übertragen. Das heißt, auch im Radio wird dieses Interview zum Hören nochmals übertragen. Ich finde, das ist immer wichtig für alle, die auch unterwegs sind und doch nochmal reinhorchen wollen. Denn wir haben heute wieder einen ganz tollen Gast für euch eingeladen. Ihr kennt uns ja schon, Silke Wagner. Silke Wagner, ein Medium, eine Autorin. Ja, sie ist etwas ganz Besonderes. Und was sich hinter Silke Wagner jetzt verbirgt, werden wir heute erfahren. Silke, ich grüße dich. Hallo Sanara, ich bedanke mich für die liebevolle Begrüßung. Danke, dass ich heute hier sein darf. Und einen herzlichen Gruß an alle Zuhörer und Zuschauer da draußen. Hallo. Ja, ihr seht schon, Silke, die Frau mit dem wunderbaren Lächeln, nicht nur dem Lächeln, mit einem ganz, ganz super großen Herzen vor allen Dingen. Und wir werden heute über das, was du tust, Silke, mal ausgiebig uns unterhalten. Ich glaube, es ist das Thema, was natürlich hier ganz viele im Radio Lotusblüte, im LLB Lotusblüte interessieren wird. Du bist ein Medium. Jetzt erklär doch nochmal, vielleicht auch für den Hörer oder für den Zuschauer, der es jetzt vielleicht gar nicht weiß, was ist ein Medium, habe ich schon mal irgendwo gelesen, gehört. Wie kannst du das dem Zuschauer, dem Zuhörer herüberbringen? Da haben wir schon glatt die allererste Fangfrage. Medium ist immer so ein bisschen behaftet, hat bei uns in der Gegend sagt man, hat Geschmäckle. Und ich denke, so ist es hier auch. Viele erschrecken beim Medium, aber irgendwie musste ich meiner Arbeit eine Überschrift geben und es war unglaublich wichtig, eine Überschrift überhaupt zu finden. Mhm. Ich glaube, dass mediale Menschen es sehr schwer haben, grundsätzlich ihre Schiene, ihre Nische zu finden. Wo gehört man hin, gerade in der heutigen Zeit? Wenn wir an so Schlagwörter wie Esoterik und Medium denken, machen bestimmt 2/3 aller Menschen die Tür zu und sagen, oh Gott. Und ich glaube, man braucht wirklich diesen Schub, das, was im Leben wirklich querläuft, um sich zu finden, um überhaupt irgendwo mal anzukommen. Ja, und was macht ein Medium? Also selbst ich bin nicht ganz warm mit dem Wort Medium, muss ich jetzt ganz, ganz ehrlich sagen, weil ich bin nicht in eine Schublade zu pressen. Ich möchte da auch nicht hineingepresst werden. Ich mache ohne Vorabinformation, ich möchte über die Menschen, die zu mir kommen, nichts wissen, sage ich, was die geistige Welt für sie bereithält. Ob es ein Jenseitskontakt ist, ob es um das Thema Krankheit geht, ob es um die Seele, Seelenkommunikation geht. Alles. Und irgendwo musste man dem Kind einen Namen sagen. Also auch Botschafterin für die geistige Welt, aber auch ganz wichtig finde ich eine Botschafterin für die eigene Seele. Weil wie oft hören wir den Ruf unserer Seele nicht. Genau. Und ich würde Medium einfach nur in die Schiene Botschafterin setzen. Aber wie gesagt, mehr um dem Kind einen Namen zu geben, nicht um das wirklich in eine bestimmte Schublade zu pressen. Mir genauso bei dem Wort Medium, okay, es wird auch sehr oft missbraucht, will ich mal so sagen. Und daher habe ich dich nochmal gebeten, darüber zu sprechen, ist das übrigens ganz toll erklärt. Botschafterin aus der geistigen Welt. Medium ist ja auch eine Art Kanal, der sich für die geistige Welt öffnet, genau, damit es fließen kann. Und je reiner der Kanal, umso reiner sind die Botschaften. Ja, das ist ganz wichtig, aber ich denke, da werden wir heute noch einiges drüber erfahren. Silke, du hast ist das überhaupt? Buchhandlung, diese Zauberwolke, hört sich ja toll an, Zauberwolke. Stellt euch mal so eine Wolke vor, eine Zauberwolke. Kann man sich vom Verzaubern lassen, oder? Da ging es mir ähnlich wie dir. Zauberwolke ist auch so ein Wort, das nachts im Traum kam und ich habe sogar die Tragetasche, die es übrigens bis heute immer noch nicht gibt dazu, im Kopf gehabt. Das war ganz, ganz spannend und für mich war am Anfang nicht klar, dass mein Weg dahin geht, weil ich liebe Bücher. Ich habe schon als Kind Bücher geliebt, Bücher aller Art. Ich war schon immer eine Leseratte. Bücher haben mich magisch angezogen. Auch heute noch. Ich brauche auch dieses Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben. Ja. Auch wenn ich zugebe, ja, ich oute mich,
E-Book im Urlaub, aber wirklich nur im Urlaub, weil ich bin ein Schnellleser und ein Koffer, zehn Bücher. Ja, richtig. Ja, das ist schon ein bisschen ein Problem, aber ich denke, die Zauberwolke hat ja keine offiziellen Öffnungszeiten mehr, weil ich Buchhändlerin sein und meine Arbeit als Medium leider nicht mehr unter einen Hut gekriegt habe. Mhm. Die Buchhandlung war mein Baby, ist heute noch mein Baby, so wie das hier dein Baby ist. Mhm. Ich liebe diese Buchhandlung, ich liebe die Energie, die sie ausstrahlt, aber es entwickelt sich leider Gottes immer mehr zum Seminarraum. Zu meinem Rückzugsort, weil ich es einfach nicht schaffe. Ich kann der Buchhandlung keine normalen Öffnungszeiten bieten und gleichzeitig meine Arbeit so leisten. Ich habe ja auch noch Familie und ich musste irgendwie Prioritäten setzen. Und leider war es so, ich hatte fantastische Mädels im Laden, die das weiterführen wollten mit mir zusammen, hat nicht funktioniert. Mhm. Weil die Leute wirklich sagen, Zauberwolke ist Silke und die verbinden ja, das auch. Ja, ja. Das war sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, wir haben immer noch so die Nischen, man kann sich absprechen, wenn man vorbeikommen möchte oder eben vor unseren zahlreichen Veranstaltungen. Das ist doch auch wunderbar. Ich denke gerade für die Veranstaltungen in der Zauberwolke und ich denke auch, man wird dort deine Bücher finden oder immer. Ich habe alle Neuheiten, man muss doch informiert sein. Genau, das ist doch ganz wichtig. Also ihr seht schon, wenn man sich mit dir in Verbindung setzt, kommt man bestimmt auch mal in die Zauberwolke, oder? Ich glaube, alle Wege führen zur Zauberwolke. Das ist etwas Wunderschönes. Die Zauberwolke ist in Neustadt. Genau, Sie Neustadt glaubt, an der Weinstraße. Gar nicht so weit von uns entfernt, oder? Wir hatten 2 Stunden Fahrt und kilometermäßig ist es nicht weit. Ne? Ah ja. Und ja. Es ist wirklich schön zu fahren, also alles gut. Also Neustadt ist auch wirklich eine schöne Ecke da unten. Eine weinlastige Ecke. Sehr, sehr schön. Silke, Medium. Ich komme noch mal wieder auf das Mediale zu sprechen. Ich komme nicht drum rum, gell? Ich denke, diese mediale Beratung, deine Botschaften, die du weitergibst, du hast auch einen regen Kontakt zu den Engeln. Ich bin ja auch so eine Engeltante, sag ich mal so. Ich liebe die Engel und seit Jahren habe ich schon immer Kontakt zu den Engeln. Und ja, das ist einfach auch mein Ding so. Und daher möchte ich, dass du auch mal den Zuschauern jetzt vielleicht über deine Kontakte berichtest. Deine Engelkontakte beziehungsweise Kontakte darüber hinaus. Es sind ja nicht nur Engel. Ja. Also für mich ist das ganz spannend. Ich habe natürlich auch über die Engel angefangen, die klassischen Doreen Virtue Bücher. Ich glaube, die hat jeder mal in seiner Laufbahn gelesen. Ja. Ich habe sie verschlungen, ich habe sie geliebt. Und das war für mich sehr spannend. Dann war ich auch voll fixiert auf die Schiene Engel. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor fünf Jahren meinen ersten Channel-Workshop gegeben und da stand, und das vergesse ich nie, weil es war ein ganz bewegender Moment, magisch für mich, so ein kleiner Mann neben mir, wenn einer von euch Asterix und Obelix kennt, Miraculix, euch das was sagt, der Druide, so sah der in etwa aus. Langes Haar, Walla-Walla-Mähne, riesige Augen, ein Stab in der Hand und ich war völlig geflasht und er sagte zu mir, sprich die Meditation. Wir haben da zum Eingang eine Meditation gesprochen durch mich. Ich habe das getan, habe mich völlig wegbeamen lassen, habe nur sein Wort weitergetragen, als ich die Mädels zurückgeholt habe. Haben die alle geweint und ich habe es überhaupt im ersten Moment nicht verstanden. Und das war dann eben Tularion, mein atlantischer Geistführer, der sich immer mal wieder zeigt und der einfach auch, ich denke, der Atlantis hat momentan bringen einfach die Energie der neuen Zeit, so ein bisschen dieses Erkennen, dass wir eine Einheit sind und erkennen, dass es keine wirkliche Trennung gibt. Und von daher gesehen, es ist so, die Engel sind mir immer noch wichtig. Ich kommuniziere viele, wobei ich mich hier auch nicht festlege. Mhm. Wer kommen möchte, gerade bei meinen Klienten, wer wichtig ist. Ich weiß zum Beispiel, wenn jemand mit Uriel durch die Tür bei mir schießt, weiß ich sofort, wenn Uriel hinten dran steht, oh, beruflich, ist ein Riesenthema. Weiß ich, sehe ich sofort, kann ich mir sofort holen. Wunderschön, aber für mich ist auch so, die Atlanta mit ihrer Leichtigkeit und wir möchten etwas bewegen und wir möchten euch zeigen, dass ihr eine Einheit seid, ist momentan wieder ein ganz, ganz großes Thema. Von daher gesehen ist es für mich ein bisschen schwierig, wenn du mich jetzt nur nach den Engeln fragst, weil, wie gesagt, mir sind alle da oben wichtig. Ja. Sie sind auch alle willkommen.
Weil ich denke, jeder Mensch hat die im Schlepptau, die er gerade braucht. Und die sollte man auch bei jedem hören. Genau. Naja, das mit den Engeln war jetzt erstmal für mich die Einführung zum Übergang zu allem anderen. Tularion hast du gerade angesprochen. Du hast ein Buch darüber geschrieben. Und ich denke, ich habe es noch nicht gelesen, muss ich dazu sagen. Ich bin gerade dabei, mich so von Buch zu Buch weiter zu lesen. Und hier werde ich natürlich auch reinlesen. Das schaffe ich auch wunderbar in einem Tag oder einem halben Tag oder ein paar Stündchen. Das Tularium Blitzheilung aus Atlantis hat mich sowieso schon angesprochen, das Thema. Vielleicht kannst du aus deiner Sichtweise mal so ein bisschen mit über Tularion, über Atlantis, über das, was du empfindest und wie du dazu kamst, dieses Buch zu schreiben. Soll ich jetzt mal so richtig ehrlich sein? Ja, ich bin eigentlich immer jemand, der so im Gespräch sehr ehrlich ist, auch wenn das manchmal zu meiner Schande nicht immer vorteilhaft für mich ist. Als ich vorher Atlantis gehört habe, von verschiedenen Seiten, dachte ich, Alter, die haben voll den Urknall. Atlantis, ja klar, Das war für mich so, wie für andere Einhörner sind. Mhm. Also inzwischen, ich habe viel dazugelernt, entschuldigt, ja. Aber es war am Anfang meiner Zeit, es war für mich eine Katastrophe. Ich dachte, die haben alle einen Knall. Wie kann man sich für Atlantis, eine Welt, die nicht mehr existiert, ob die überhaupt hier existiert, überhaupt interessieren? Also für mich war das echt so weg. Mhm. So, und Tularion kam nach dieser Meditation, die ich damals angesprochen habe, immer öfter, hat sich gezeigt und ich war in dieser Phase extrem im Umbruch und mir ist aufgefallen, er hat mich immer leichter gemacht. Mhm. Wenn ich so richtig schweres Gepäck dabei hatte und er hat mit mir kommuniziert, ich war manchmal fassungslos, dachte ich, okay, vor allem am Anfang war ja noch vieles so versteckt hinter Türen. Man geht ja am Anfang, wenn man auf diesen Weg kommt, gerne ein bisschen versteckt mit dieser Thematik um. Stimmt. Das musste ich auch lernen. Ich musste auch lernen, je offener man damit umgeht, desto mehr zieht man die richtigen Menschen und Dinge ins Leben. Aber ich glaube, das ist das, was uns am Anfang alle Überwindung kostet. Also bei mir war es zumindest ganz heftig mit diesem Überwindungsthema. Und ich habe durch ihn so wahnsinnig viel gelernt. Und irgendwann kam dieses Kartendeck, das es leider gerade nicht mehr gibt. Ich habe die Bilder, Renate Baumeister, tolle Künstlerin, hat mir die Bilder gemacht zu meinen Texten und es war so mein erstes Baby, Tularion und der Hohe Rat von Atlantis und ich habe mich da reingespürt und ich habe immer mehr Zugang bekommen zu dieser Thematik. Und irgendwann war es mal so, dass ich Schmerzen hatte und Tularion mir sagte, schreib dir die 38 auf die schmerzende Stelle. Ich glaube, das war Kopfschmerzen. Ich dachte, 38 habe ich gemacht, mein Kopfweh war weg. Und dann ist mir immer öfter aufgefallen, wenn jemand mir tut das und das, wenn ich gesagt, schreib dir die und die Zahl drauf. Heute noch, wenn ich jemand ärgern will, sage ich, mach's mit Edding. aber das ist natürlich Spaß, genügt natürlich ja. Mit den Fingern oder mental. Und ich habe einfach festgestellt, das ist easy, das ist total easy. Es ist und geht schneller, wie wenn ich mir eine Kopfschmerztablette aus dem Blister ziehe, habe ich mir viel schneller eine Nummer draufgeschrieben. Fand ich unglaublich spannend. Und dann habe ich angefangen, den Leuten auf verschiedenen Vorträgen drüber zu erzählen, war aber noch weit weg vom Thema Buch. Und dann kam das Spannende, dass die Leute gesagt haben zu mir, gibt es das nicht irgendwo als Büchlein? Und habe ich gesagt, nee, ans Aufschreiben denke ich da gar nicht. Doch, du musst das erklären, das muss unter die Welt und in die Welt. Und es war für mich ganz schwierig am Anfang. Und dann habe ich mich überwunden und wollte es am Anfang auch wirklich keinen Verlag haben. Jeder hat gesagt, oh, was für eine Thematik. Und dann die Sterne, die 5 Mädels vom Smaragd Verlag, die haben mir da echt ja. Eine Brücke mitgebaut. Toller Verlag, tolle Energie. Ich liebe Energie. Den Smaragd Verlag ja, auch. Also absolut. Ja, wir waren auch schon mal hier bei uns und also ist wirklich ein fantastischer Verlag. Ja, die Mädels sind klasse da, ne? Ich liebe sie. Ja, wirklich. Ja, das mit dem Tularion, das hat mich nämlich nochmal sehr interessiert. Circa mir ging es auch so, als ich immer mal hörte Atlantis und Delfin-Energie und Drachen-Energie und was, welche Energie noch immer. Dann habe ich immer gedacht, okay, alles nicht mein Ding. Was soll ich denn mit dem Quatsch? Ja, ich muss das auch zugeben, nur ich brauchte auch eine Zeit, und ich wurde herangeführt an die einzelnen Dinge, die für mich richtig waren.
Tularion war noch nicht bei mir. Naja, vielleicht kommt er ja mal. Ich lade ihn herzlichst an. Jedoch, als ich das las, gerade mit Atlantis und Tularion, habe ich gedacht, schau mal, Iselke ist genauso wie ich. Ja, also sie ist auch ganz ehrlich und sagt, kann ich nichts mit anfangen. Ist nicht mein Ding. Und dabei steckt so viel drin. Ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, das ist ein ganz springender Punkt, dass man wirklich in seinem Weg, in seinem Tempo geht. Genau. Und dass man die Neugierde nie verliert. Dieses Ausprobieren, das Spielen mit der geistigen Welt, das ist wichtig. Deswegen sage ich ja immer auch zu den Menschen, bitte channelt nicht immer den gleichen Geistführer, nicht immer den gleichen Engel, sondern geht neue Wege, seid ihr offen. Wir wollen doch selber Lichtarbeiter und Global Player sein. Und genau. Ich finde, das ist so wichtig, dass wir mit unserer Energie die anderen mitnehmen. Genau. Und dass wir auch offen sind für neue Energien. Für mich ist dieses Schubladendenken ganz, ganz schlimm. Also von daher gesehen, inzwischen habe ich mich, wohlgemerkt, sogar mit Einhörnern und Drachen arrangiert und kann ganz gut. Aber hätte mir das jemand vor 5 Jahren gesagt, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte. Nicht besonders freundlich, glaube ich. Ja, das ist das, genau. Man wächst ja auch, sagen wir mal, durch die geistige Welt in die Materie hinein und jeder so in seinem Zeittempo. Das ist auch ganz wichtig. Denn ich finde es, man kann nicht sagen, so der macht jetzt das und das, das möchte ich jetzt auch machen. Wäre vielleicht gar nicht richtig. Ich denke, das siehst du genauso, ja, dass du deinen Weg gehst, der für dich richtig ist. Und du auch mit der geistigen Welt deine eigenen Fußstapfen hinterlässt. Ja. Silke, jetzt waren wir gerade bei Atlantis. Wir kommen gleich nochmal auf die Bücher zu sprechen, ihr Lieben. Hier liegen also einige und sie werden auch zwischendurch immer mal mit eingeblendet. Und ich werde sie natürlich auch benennen für alle, die das ganze Interview natürlich im Radio hören. Ihr sollt ja auch was davon haben. Silke, du machst auch Jenseitskontakte. Das hat mich ja nun sehr fasziniert. Wie kam es dazu, dass du zu, ich sag mal, zu den Kontakten mit den Verstorbenen gekommen bist? Das ist eine gute Frage. Wenn ich so reflektiere, muss ich sagen, es ging alles Hand in Hand. Und mir war damals gar nicht klar, dass ich Jenseitskontakte mache. Eigentlich, ich habe einen tollen Mann an meiner Seite, der Karl-Heinz, sehr spirituell, toller Heiler, war er derjenige, der mir gesagt hat, dir ist schon klar, dass du gerade einen Jenseitskontakt machst. Sag ich, Jenseitskontakt, echt? Das ist alles so fließend. Also ich muss auch zugeben, ich oute mich, ich habe niemals wirklich eine fundierte Ausbildung in der Richtung gemacht. Mhm. Meine Ausbildungen waren quasi die da oben und ich habe das mit denen umgesetzt. Ich habe mich da reinfallen lassen. Und so kamen immer mehr die Verstorbenen. Was für mich sehr spannend ist, ich kann bis heute noch nicht wirklich mit meinen eigenen Verstorbenen bewusst kommunizieren. Ja. Aber für Leute, die zu mir kommen, mache ich das unglaublich gerne, weil ich immer das Gefühl habe, gerade wenn man nicht Abschied nehmen konnte, es bringt noch mal ein Stück Heilung. Wobei ich gestehen muss, es ist einfach ein sehr faszinierendes Thema und es hilft auch so, mit dem Tod besser umzugehen. Richtig. Wobei ich auch hier, wenn ich noch mal ganz ins Nähkästchen greifen muss, sagen muss, ich habe einen sehr, sehr lieben, sehr engen Freund gerade ganz schmerzlich verloren. Und in so einem Moment stellt man die geistige Welt und das Warum und Seelenplan und wie kann man jemanden so früh da hochholen, auch ganz arg in Frage. Ja. Also man merkt dann wieder, man ist auf der anderen Seite sehr in der Arbeit drin, und kann sich das mit der geistigen Welt auch super erklären. Wenn man aber selbst betroffen ist, löst es wieder ganz andere Mechanismen aus und man lernt wieder neu damit umzugehen. Und das ist auf der einen Seite sehr herausfordernd, sehr spannend, aber auch sehr erfüllend. Also es war bei mir jetzt nicht so, dass es die große Schlüsselbegegnung gegeben hätte für die Jenseitskontakte. Das wäre gelogen. Also das war einfach immer mal wieder ein wenig und irgendwann bin ich da einfach viel stärker dran gekommen, als ich den ersten Klienten zu einem ganz anderen Thema da sitzen hatte. Und dann habe ich auch gemerkt, wenn die Verstorbenen kommunizieren wollen,
dass es schön ist, sich auf die Energie einzulassen. Und es war wirklich ein Prozess, aber nichts, was ich jetzt mit Pauken und Trompeten angekündigt hätte. Ja. Leider nicht. Das ist ja das. Muss auch nicht, kann von jetzt auf gleich einfach kommen. Aber das ist ja immer das, was sich ja jeder da draußen wünscht. Ich auch. Ich wünsche mir immer, es macht einen Paukenschlag und alles ist da. Ja, Silke, du sagtest gerade zum Jenseitskontakt auch, dass du einen lieben Menschen verloren hast. Uns ging es auch mal so. Also vor einigen Jahren haben wir von jetzt auf gleich auch einen ganz lieben Freund hier in Ulmen verloren. Und da habe ich festgestellt, obwohl ich weiß, das Leben geht nach dem Leben weiter. Es gibt ein Leben nach dem Leben. War ich als Mensch sowas von getroffen, dass ich das im Moment gar nicht mehr zuordnen konnte. Also ich stand irgendwie ganz leicht unter Schock, leicht, ja, schon mehr als leicht. Und da habe ich auch gesagt, wir sind menschlich. Es ist die Trauer, diesen Verlust jetzt irdisch, den man erstmal verkraften darf. Und das steht natürlich auch uns zu, obwohl wir wissen, dass es ja ein Leben nach dem Leben gibt. Jedoch ist er jetzt mal gerade nicht da und im Moment kann ich ihn ja nicht umarmen und er war jeden Tag bei uns und das ist schon etwas, wo man zu schlucken hat, ne? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich damit mit der Trauer auseinandersetzt. Ja. Und nur weil ich vielleicht hin und wieder über den Tellerrand hinausgucke, bin ich ein Mensch mit allen Emotionen. Genau. Trauer, Freude, genau. Auch die Wut. Alle Emotionen alles. Sind zulässig und wichtig, weil wir sind Mensch und wir sind nicht Engel. Also ja. Ich glaube, diese Emotionen, diese Reifeprozesse, die wir gehen, die machen uns zu dem, was wir sind. Und deswegen, ich glaube auch, das hilft uns dabei, nicht abzuheben. Und das ist ja wichtig. Ja. Ein Mensch, immer noch Mensch sein. Sonst können wir uns gleich die Alufolie ins Haar knoten und für die bessere Anbindung nach oben Gewänder tragen und sagen, alles ist rosa. So ist es aber halt nicht. Ich muss ja trotzdem Teil des Lebens sein und mich der Realität stellen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich denke, wenn man wieder so einen Schicksalsschlag, so einen Einschlag so nah hat, überdenkt man sich auch selber. Genau. Und ich glaube, und das ist vielleicht fast schon ein Stich ins Perverse, es ist auch wichtig, um wieder genau dieses Mitgefühl bei einem Jenseitskontakt zu haben, den es braucht. Wobei ich hier zugeben muss, ich bin ja eine grandiose Heulsoße. Also es ist ganz oft, dass ich einfach mitweine in einem Jenseitskontakt, weil es mich selber so berührt. Aber dafür bin ich Mensch und ich denke, ich schäme mich meiner Tränen nicht. Ich finde das wichtig. Also ich finde es auch wichtig, dass man zeigt, hey, ich verstehe dich. Ich kann nachfühlen, wie es dir geht. Und ich glaube, dieses Gesamtpaket, dass die Leute wirklich wissen, hey, ich bin genauso wie du, das ist ganz, ganz wichtig. Genau. Dass wir uns nicht anfangen, uns auf diese Podeste zu stellen oder anhimmeln zu lassen. Und weil wenn man den Schritt in die Öffentlichkeit geht, fängt es schon irgendwann an, dass man wirklich den anderen wirklich sagen muss, hallo, stopp, so nicht. Und auch ich habe meinem Leben schon grandiose Fehlstarts hingelegt. Oder ich glaube, für meine Eltern war der Weg, den ich inzwischen gehe, auch nicht immer leicht. Aber ich bin sehr dankbar. Und ich darf mit jedem Morgen, wo ich aufstehe, lernen. Und ich glaube, die Dankbarkeit ist auch der Schlüssel für alles. Aber trotzdem, ich sag's nochmal, wir sind Mensch und sollen auch Mensch sein. Richtig, finde ich ganz wichtig, auch bodenständig zu bleiben. Wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden zu bleiben oder eben halt sich zu erden. Das ist auch so wichtig. A und O. Ja, ich habe also auch einiges nachvollzogen, was auch du so schreibst. Und ich sage, ich habe mich in vielen, vielen Dingen, ich möchte fast sagen zu 90%, wenn nicht mehr, mich selbst wiedergefunden und dachte, oh, Silke, eine echte Seelenschwester. Das war ja eben schon, als wir uns das erste Mal gesehen haben, diese tiefe, warme Verbindung. Ja. Und das ist doch schön, oder? Absolut. Also ich hoffe, die Zuhörer und die Zuschauer vor allem kriegen was von unserem Spaß, den wir haben. Ja, ich denke schon. Das ist etwas, ein Band, das kann man gar nicht erklären. Es ist einfach da und es war schon da, als ich Silke noch gar nicht persönlich kannte. Da war dieses Band schon da und ganz selten, dass ich mal ein Buch in die Hand nehme, weil wir bekommen ja nun sehr viele Bücher, und ich jetzt wirklich von vorne bis hin an einem Tag lese. Sehr selten.
Ich fühle mich total geehrt. Vielen Dank. Ich habe dir auch noch einen Stapel Bücher, also von jedem eins mitgebracht, wenn ihr die verlosen möchtet für eure Zuhörer, Zuschauer. Wir werden sie auch mal, wenn wir dürfen, von deiner Seite, ich glaube vom Smart Verlag dürfen wir es sowieso, werden wir es auch mal im Radio vorstellen, denn wir haben eine wunderbare Moderatorin, die Buchvorstellungen macht. Gerne. Und sie kann dann jeweils immer mal so einzelne Bücher auch mal vorstellen, dass man mal kapitelweise rausliest, weil ich finde das auch immer sehr wichtig. Und ich schaue mal, wir haben ja auch einen Blog bei uns in Abbey Lotusblüte, und zwar über Bücher, und da werde ich mal die Bücher mit reinnehmen, auch mal bebildert, weil es lohnt sich wirklich, ihr Lieben, da mal reinzuschauen und sie sich auch mal zuzulegen, denn das sind wirklich Bücher, wo man auch selbst mal schnüffeln kann und lesen kann, auch wenn es bei uns im Radio vielleicht mal vorgestellt wird, dann hat man sowieso den Drang, das Buch muss ich haben. Ja, das ist immer sehr schön. Jetzt waren wir bei den Büchern stehen geblieben. Ich glaube, dieses Buch, Verdammtes Loslassen, verflixte Selbstliebe. Boah, Silke, das haben wir schon im Radio vorgestellt, wollte ich nur sagen. Der Smart Verlag hat es uns schon mal zugeschickt. Sag mal, wie kamst du denn zu diesem Thema? Ganz einfach, das ist so, Selbstliebe und Geduld, das sind, glaube ich, die zwei größten Schimpfwörter, die es für mich gibt. Wenn jemand zu mir sagt, lieb dich selbst, und dann ändert sich alles. Hallo, ich bin Frau mit dickem Hintern zum Beispiel. Ich darf meine Rundungen hin und wieder hassen. Ich das ist doch schön. Ja, also es kommt immer auf die Tagesverfassung an. Ja. Sind wir ehrlich, oder? Aber ich glaube, gerade wir Frauen kämpfen doch oft mit dem Selbstbild und dieses Gefühl, sich selbst lieben zu können. Ich glaube, wir sind recht früh abgeschnitten von dieser tiefen Selbstliebe, weil es ja auch nicht als schick gilt. Also wenn jemand sagt, ich liebe mich selbst, halten uns viele für überheblich. Und für mich war das so, Selbstliebe. Ich glaube, ganz viele Leute haben für mich gechannelt und gesagt, fang doch mal an, dich selbst zu lieben. Und ich habe gesagt, wenn es noch einer zu mir sagt, schrei ich kann es nicht mehr hören. Also es hat mich wirklich so, und dann das Thema loslassen. Natürlich kommen dann immer Themen, lass doch einfach los, findet sich alles. Ich finde, das sind so ganz schlimme Aussagen, weil man steht da und sagt, hey, was tue ich mit dem ganzen Paket? Wobei ich sagen muss, ich habe für mich das erste Mal den ersten Funken Selbstliebe in einer Schwitzhütte gespürt, in Bludenz in Österreich, die Sabrina Dengel gehalten hat, auch eine fantastische Schamanin. Aber ich dachte, also ich bin da raus aus dieser Schwitzhütte, habe mich ins Gras fallen lassen und war das erste Mal in meinem Leben mit mir als Silke zufrieden. Also das war so ein Gefühl, ich könnte das Gefühl in eine Tupper-Schüssel packen und mir immer, wenn ich im Zweifeln bin, nochmal rausholen. Ja. Aber ich denke, auch das ist Teil unseres Prozesses. Aber ich lag da in diesem Gras, völlig erschöpft nach dieser Schwitzhütte, und in dem Moment haben sich über den Bergen die Wolken gelichtet und ich habe auf einem Berggipfel gestarrt und ich sagte zu Sabrina, hey, der war vorhin noch nicht da, wie heißt der, wer ist das? Und die Sabrina sagt zu mir, das ist Gottvater. Also dieser Gipfel heißt wirklich Gottvater. Oh, schön. Und ich saß da, die Tränen sind gerollt. Ich konnte mich im ersten Moment gar nicht irgendwie selber greifen, fassen. Aber ich habe gespürt, hey, ich bin Mensch und hey, ich empfinde wirklich Liebe für mich. Das war so ein ergreifender Moment, weil ich hatte das bis dahin nie. Ich heute noch gerade auf dem Weg hierher, ich habe eine liebe Freundin dabei, sagte sie im Auto zu mir, bei dir muss man immer aufpassen, dass du dich nicht ständig runter machst. Das ist echt so ein Mechanismus. Von daher gesehen, auch ich muss mich immer wieder dran erinnern. Aber ich glaube, wir wachsen doch an dieser Aufgabe Selbstliebe. Das ist richtig. Und eigentlich war das ein Buch, das aus dem totalen Frust entstanden ist, weil ich wirklich dieses Gefühl eintuppern wollte. Und ich wollte auch nicht mehr von der geistigen Welt hören, lass einfach los, es findet sich. Ich bin ein Macher, ich bin ein Tor. Und diese Warteschleife ohne mich, bitte. Ich denke, dieses Buch Verdammtes Loslassen, verflixte Selbstliebe wirst du vielen Menschen mit aus der Seele gesprochen haben, die sich auch darin selbst wiedererkennen. Ich muss dazu sagen, ich hatte auch vor vielen, vielen Jahren großes Problem mit meiner Selbstliebe. Ich hatte eher immer was zu mäkeln an mir, als dass ich sagen könnte, ich liebe mich so, wie ich bin. Bei mir kamen immer erst alle anderen,
bevor ich mal kam. Da kam lange nichts und dann kam ich vielleicht mal. Selbst Hund, Vogel und alles Mögliche kam noch vorher. Und es ist so. Und ja, da kann ich echt nur sagen, es hat sich geändert. Es hat sich wirklich geändert. Heute bin ich mir so viel wert. Das darf sich nicht überheblich anhören, sondern ich bin mir so viel wert und ich liebe mich so sehr, dass ich mir selbst am wichtigsten bin. Weil ich heute weiß, wenn es mir gut geht, geht es allen anderen auch gut. Dann brauche ich gar nicht mehr zu sorgen, dass es dem Kind da gut geht und da gut geht und da gut geht, sondern dann geht's denen gut. Ich verneige mich vor dir, weil dieser Prozess, den zu durchlaufen, der ist echt schwierig. Ich glaube, ich bin auch gerade mittendrin und deswegen, ich bin so begeistert, dass da jemand sitzt, der sagt, ich habe das geschafft. Ja, das heißt, ich kann es auch noch schaffen. Ne? Ja, klar, natürlich, bin ich ganz sicher. Weil das ist eine Sache, muss ich sagen, ich bin auch Mentaltrainerin, ich habe da wirklich an mir gearbeitet. Wirklich effizient gearbeitet und es hat sich gelohnt. Der Prozess, der Weg dahin, ja. War aber auch tränenreich. Ne? Ich bin voll nur, bei dir. Da darf man wirklich aber auch zu stehen. Und daher sprach mich das gleich sofort an. Verdammtes Loslassen, verflixte Selbstliebe. Weil ich das auch ganz oft von vielen, vielen höre, wenn ich sage, ja, wer liebt sich denn selbst? Oh, da stehen aber nur ganz wenige auf, wenn überhaupt. Und das ist wirklich ein ganz großes Thema. Und man kann es erreichen. Wirklich. Das macht mir jetzt auch Mut. Euch auch da draußen? Ja, bestimmt. Ich denke, wir machen jetzt ein kleines Päuschen und stellen auch nochmal im Film natürlich deine Bücher vor und deine Website und natürlich Silke mit ihrem wunderschönen Lächeln. Schaut mal, sie ist eine bildschöne Frau. Also wenn diese Frau sich nicht selbst lieben kann, dann weiß ich nicht mehr, wer sich noch selbst lieben soll. Und dann sind wir Fanpost gleich, gern genommen, ja. Dann sind wir gleich wieder für euch da, nicht weglaufen. Thank you.
ihr Lieben. Und schon sind wir wieder zurück. Ich hoffe, ihr habt das Päuschen auch genießen können. Ich denke, es wird so gewesen sein. Ja, Silke ist natürlich immer noch hier bei uns. Und wir sind bei euch, in eurem Raum, da wo ihr gerade seid. Es geht immer noch darum, nein, das verdammtes Loslassen haben wir losgelassen. Da sind wir jetzt nicht mehr bei. Jedoch möchte ich nochmal auf deine Arbeit eingehen, Silke. Die Bücher werden wir gleich nochmal einzeln uns vornehmen, weil das sind wirklich klasse Bücher. Jenseitskontakte haben wir gerade schon drüber gesprochen. Jedoch, du machst auch viele andere Arbeiten, Einzelsitzungen, als auch Seminare, Workshops etc. Magst du da mal so ein bisschen drauf eingehen? Okay, ich bin ziemlich breit gefächert momentan. Bin ich deutschlandweit mit dem Channel-Führerschein unterwegs, das heißt den Leuten an einem Wochenende das Channeln wirklich beizubringen. Und hier geht es nicht um Meditieren, also ich meditiere in meinen Ausbildungen eigentlich, was heißt eigentlich, ich meditiere nicht, weil ich bin der Meinung, meditieren kann jeder für sich zu Hause, sondern es geht darum, ein Feuerwerk der Übungen, der Öffnen, das sich Öffnen der verschiedenen Kanäle, was ist mein Weg, die Leute wirklich fit zu machen, dass sie nach einem Wochenende selbstständig mit der geistigen Welt kommunizieren können. Und ich habe wirklich das große Glück, dass ich das dieses Jahr deutschlandweit präsentieren darf. Es gibt auch Ausflüge nach Österreich. Das ist schön. Für mich schon sehr, sehr schön. Und ich habe, es startet jetzt gerade am Wochenende wieder, das Einmaleins der Jenseitskontakte, also als Ausbildung. Das sind immer so 4 Wochenenden. Und ich muss sagen, es sind sehr berührende, sehr emotionale Wochenenden auch für mich. Setzt sich gerade die Jenseitsausbildung bei mir ein Wochenende damit so zu arbeiten, wie ich arbeite. Ich arbeite ja viel mit den Energiefäden. Schon zu channeln und gucken, was für eine Last trägt der Klient auf dem Rücken. Wie nehme ich dem Klienten Trauer ab? Weil ich möchte nicht, dass jemand nur Jenseitskontakte raushaut, wenn er sie gelernt hat, sondern ich möchte, dass er die Menschen, die zu ihm kommen, auch auffangen. Und die Ausbildung zielt wirklich darauf ab, nach 4 Wochenenden das auf Sitzungsniveau zu machen. Das zweite Wochenende ist dann mit Abstand mein Lieblingswochenende und ein Wochenende, das immer mehr in die Öffentlichkeit geht. Was gar nicht von mir beabsichtigt war, sondern die Menschen haben gesagt, du, wir brauchen das. Und zwar machen wir Ahnenwochenenden, wo wir uns wirklich 7 Generationen zurück, wir stellen das auf, aber wir machen nicht nur Familienstellen im herkömmlichen Sinn, sondern es wird auch gleich aufgelöst, die Problematik, es wird die Liebe weitergegeben, man findet sich in dieser Ahnenreihe jedes Mal wieder. Und ich möchte da, wenn ich darf, eine kurze Geschichte erzählen, was mich sehr berührt hat. In der vorletzten Jenseitsgruppe hatten wir, nein, das war gar nicht die Jenseitsgruppe, es war so ein Ahnenwochenende, hatten wir das Problem, dass der Autismus in der Ahnenreihe war. Und für mich war das mega spannend. Er hat sich in dieser 7 Generationen Ahnenlinie 2-mal gezeigt. Und jetzt kommt das, was mich so berührt hat. Jeder, der für diesen autistischen Menschen stand, hat genau gewusst und gehört, was seine Ahnen sowohl vorne als auch hinten denken, spüren und fühlen. Die waren so medial, das war total bewegend, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Wir haben alle viel geweint während dieser Aufstellung. Das hat so eine Energie freigesetzt. Und das schönste Geschenk war, dass die Dame hinterher darüber gesprochen hat, dass es für einen autistischen Sohn auch eine Veränderung gab. Also diese Ahnenwochenenden, die beseitigen oder bringen Themen weiter, an denen wir gar nicht drauf und dran sind. Noch ein simples Beispiel. Wir haben für eine Freundin von mir die Ahnen gemacht in der Gruppe und sie hatte hinterher ihre Spinnenphobie weg und die Höhenangst, obwohl wir an diesen Themen überhaupt nicht dran waren. Also was für Ausläufer das hat, das fasziniert mich immer wieder. Und das ist auch was, was ich jetzt ein paar Mal anbiete, so neben diesen ganzen Sachen, einfach für alle. Und das so einen enormen Zulauf ist. Also es ist scheinbar etwas, was die Menschen momentan unglaublich mögen. Ja. Wo sie wirklich auch sehr kommunizieren, was sich verändert. Was für mich wunderschön und spannend ist, weil ich glaube, wenn man merkt, dass seine Arbeit die Menschen erreichen, dass die Menschen etwas ändern können, ich glaube, das ist das größte Geschenk, was wir als in unserer Lichtarbeit haben.
Ja, und dann haben wir noch 2 Wochenenden, wo wir uns wirklich mit den Basics von Jenseitskontakten befassen. Und nach diesen 4 Wochenenden gehen die in der Regel auch raus, können das. Und ich bin dann die Heulsuse, wie eine Mama, die ihre Kinder entlassen muss. Das fällt mir immer furchtbar schwer, weil die Gruppe wächst zusammen. Na Man klar. ist Teil dieser Gruppe, man baut Beziehungen auf. Gerade als die jetzige Gruppe gegangen ist, das war so unglaublich. Wobei, es ist eine Bumerang-Gruppe, die kommen immer wieder zurück. Das ist ja auch schön. Ja. Aber ich denke, das ist so das, was meine Arbeit ausmacht, dieses Zusammenwachsen, dieses. Deswegen sind auch gerade die Jenseitsgruppe, nämlich nicht mehr wie 14 Leute, ist mir ganz, ganz wichtig, dass das in kleinem Rahmen ist, weil A möchte ich als Ansprechpartner immer für die zur Verfügung stehen und B, ich möchte echt, dass die hinterher so gut sind, dass sie rausgehen, weil die Arbeit wird da draußen gebraucht. Ja, richtig. Also ich finde es ganz, ganz toll. Einmal zum Channel-Lernen, zum Channel-Führerschein, hat Silke hier ein Buch geschrieben, Channel-Lernen leicht gemacht, der Channel-Führerschein. Und ich kann es nur sagen, ich habe es gelesen. Also es ist wirklich spitzenmäßig. Das nächste, was ich lesen werde, sprach Silke jetzt gerade von, das Einmaleins der Jenseitskontakte. Auch ein tolles Buch. Im Smaragd Verlag, glaube ich, erschienen. Wir haben alle im Smaragd Verlag Genau. erschienen. Also es lohnt sich wirklich, diese Bücher mal anzuschaffen. Und ich werde auch bei uns im RB-Blog diese Bücher mit reinnehmen und sie dort vorstellen. Dort kommt auch jeweils immer das Buchcover da mit rein, sodass man es auch sehen kann, ja. Ja, Silke, du hast das jetzt gerade schon sehr ausführlich erklärt. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man als Gruppe erstmal zusammen war und nach einer gewissen Zeit dann auseinandergeht. Ich kenne das selbst bei mir. Also das tat mir immer so richtig weh. Und irgendwo sind immer Tränen geflossen. Immer irgendwo, ganz tief bei mir, weil man wollte es gar nicht wahrhaben. Jedoch, ich habe auch erfahren, dass man darüber hinaus ganz oft noch einen innigen Kontakt hat und dass ganz oft auch noch Treffen wieder zustande kommen. Das stimmt. Und nach jedem Abschluss von diesen 4 Wochenenden haben wir immer einen Übungstag, wo ich immer sage, wir machen Jenseitskontakte an lebenden Objekten. Hihi. Ja. Ja, kleiner Runaway-Gag. Da kommen ganz viele Jenseitsschüler auch aus vergangenen Kursen, weil es kommt ja immer was Schön. dazu. Auch ich entwickle mich weiter, die Jungs und Mädels entwickeln sich weiter. Und es ist dann immer so ein wunderschönes Teamplayer-Feeling. Und das ist auch schön, wenn bei diesen Übungstagen, da sucht sich jeder Menschen, die er mitbringt und dann übt jeder an jedem. Und das ist einfach so, sich kennenlernen und auch diese Freude des Miteinanders Sehr behalten. schön. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig. Auch diese Tipps, die sich gegenseitig alle noch so befruchten und austauschen, Ja. von der ersten Gruppe bis zur letzten Gruppe, das ist sowas, was mich sehr glücklich macht. Ja, das ist aber wirklich mit Sicherheit etwas sehr Schönes. Den Channel-Führerschein, muss ich auch sagen, den du auch im Workshop anbietest, mit Sicherheit sehr gut. Ich weiß nämlich, das schreibst du ja auch, aber ich weiß es auch. Jeder kann channeln. Jeder kann das. Also, wir sind jetzt nicht so abgehobene Menschen. Nein, wir sind ganz bodenständig, denn jeder kann es. Ja? Manchmal braucht man so kleine Poppestupser, um dahin geführt zu werden und um vielleicht auch mal so den Weg gezeigt zu bekommen, weil viele haben auch Angst davor und trauen sich nicht. Jedoch, ich kann euch echt nur sagen, also Silke beschreibt das hier in ihrem Buch auch sehr, sehr ausführlich und sehr gut. Und sie gibt doch immer so schöne kleine Übungen dazu. Ich glaube, das machst du in den anderen Büchern auch, Ja, ja? das ist mir ganz wichtig. Ja, mit vielen Übungen. Und das finde ich so wichtig. Die kann man jederzeit, wenn man das Buch hat, auch im Nachhinein sich da vielleicht mal ein Merkblättchen reinlegen oder hier so ein schönes Lesezeichen. Und dann kann man sie jederzeit auch mal wieder im Nachhinein durchführen, weil ich finde diese Übungen sehr wichtig, dass man die nicht nur einmal macht, sondern immer wieder mal, wenn es für einen angesagt ist, dass man dann auf diese ein oder andere Übung nochmal zurückkommt. Das war gerade bei mir, wenn ich dir das kurz erzählen darf.
Als ich angefangen habe, habe ich am Anfang Bücher gesucht mit Übungen. Mhm. Und ich habe immer nur Bücher mit Meditationen gefunden. Ja. Und dachte, das gibt's doch alles gar nicht. Warum machen die alle so ein Geheimnis drum, wie es geht? Mhm. Und irgendwann habe ich mal angefangen, meine Übungen aufzuschreiben und dachte, okay, es ist vielleicht an der Zeit, es mal allen zugänglich zu machen. Und für mich ist es auch wirklich wichtig. Also ich möchte nicht klugscheißern in meinen Büchern. Ich möchte den Leuten einfach nur ein Werkzeug an die Hand geben, ja, und sagen, hey, so könnt ihr es trainieren. Wobei dieses Vertrauen, habe ich festgestellt, in die geistige Welt, kommt nur mit dem Üben. Früher war ich da ja sehr überheblich, habe ich immer gesagt, ihr müsst einfach ins Vertrauen gehen. Einfach ins Vertrauen, das ist nicht einfach, das ist gelogen. Mhm. Aber auch hier, ich habe vor großem Publikum, ich glaube mit 200 Leuten, Live-Jenseits-Kontakte machen wollen, lauf selbstsicher, siegesicher, überheblich, auf die Bühne und denke, oh, da stehen so viele Verstorbene, das wird mein Lauf. Und guck rum und auf einmal gehen wie die Lichter aus. Ich habe keine Verstorbenen mehr gesehen. Ich habe keine Engel mehr gesehen. Ich stand da wie erstarrt. Ich glaube, mein Deo musste Höchstleistungen an diesem Tag bringen. Und ich habe dann nur gesagt, ich habe dann Erzengel Gabriel im Rücken gespielt. Ich glaube, was tut er mit mir? Okay, doch mal einfach ins Vertrauen. Dann habe ich den Vortrag wirklich nur mit hell spüren und hell fühlen gemacht. Mhm. Es ging. Es ging wunderbar. Mhm. Aber seitdem, also weiß ich, wie schwer das ist. Es ist auch wirklich schwierig. Am Anfang, gerade wenn man nichts sieht. Ich wollte ja am Anfang immer sehen. Oh Gott, war ich nervig. Ich habe Gott in die Welt genervt. Ich will sehen, ich will auch sehen. Und ich habe nicht gesehen. Ich habe das am Anfang ganz lange nur mit hell fühlen, hell spüren gemacht. Es ist die Hölle, ich weiß das da draußen. Aber man kann auch sein drittes Auge trainieren, verspreche ich euch. Genau. Ich finde das auch ganz wichtig, die Geduld nicht zu verlieren. Oder eben halt. Ja, ich muss da mal auf die Geduld. Da war es wieder. Geduld ist so ein Schimpfwort, ne? Es ist wichtig, dass man dieses, der kann das, die kann das, ich will das jetzt auch können, geht immer in die Hose. Kann ich euch versprechen, wirklich. Geht nicht. Und wenn du es nicht kannst, dann bist du auch nicht weniger wert als der, der es vielleicht schon kann. Das ist auch so wichtig. Jeder ist auf einer anderen Treppenstufe, will ich mal so sagen. Und er wird von der geistigen Welt dort abgeholt, wo er gerade steht, wenn der Zeitpunkt richtig ist. Ich glaube, dass das Hellsehen überbewertet ist, ja, weil wir uns viel zu sehr auf das Auge verlassen. Und ich glaube, wenn wir mal alle wieder in uns gehen und merken, was wir spüren, unsere emotionale Intelligenz, wenn die uns abholt, wenn die groß wird, das ist so ein Geschenk. Und das vergessen wir leider ganz, ganz oft. Ja, das ist wirklich so. Es gibt ja so vieles, es gibt das Hellfühlen, Hellsehen, okay, einige können es. Es geht auch mit der Intuition. Ich weiß immer, ich mache sehr viel. Ich habe viele Gruppen, also Meditationsgruppen und schon viele Jahre. Und das ist auch unterschiedlich, die Kontakte, die da kommen. Einer sieht das, der andere kann das gut, der andere kann es überhaupt nicht. Ja, der ist ja jetzt nicht weniger gut als der andere. Sondern da ist es auf einer anderen Ebene. Dafür spürt er ein Kribbeln oder was weiß ich wie. Da sich auch mal die Geduld aufzubringen. Ich weiß ja, wenn du Geduld sagst, kriege ich irgendwie Zahnweh. Das ist nicht mein Wort. Nein, ich bin ja immer so, bei mir muss es zack machen. Das merkt man auch in meinen Übungen. Aber für mich war es ganz wichtig, auch zu verstehen, dass jeder Sinn gleichwertig ist. Hell fühlen, hell spüren ist nicht weniger wert wie hell sehen. Wir haben nur immer unsere Baumuster, Baupläne im Kopf und so wollen wir das. Ich ja auch. Oh Gott, war ich furchtbar, als ich nicht gesehen habe. Ich war für meine Umwelt, jede Wette, die schlimmste Katastrophe überhaupt mit diesem, ich will sehen. Das hat mich alles nicht interessiert. Was ich gekriegt habe an Informationen, war alles nichts wert, weil ich wollte ja sehen. Das ist furchtbar, echt. Macht euch diesen Druck zu Hause bitte nicht. Macht es ein bisschen besser wie ich, okay? Ja, man kann ja nur voneinander lernen. Das finde ich so wichtig. Vor allen Dingen, Silke bringt das sehr ehrlich und sehr authentisch rüber. Und das schätze ich so sehr. Ich finde das so danke, klasse. Dass man irgendwann ist man auf dem Weg. Irgendwann kann man es oder man kann es nicht. Und wenn man es nicht kann, ist es auch kein Beinbruch. Ich glaube, wir können es alle. Ja.
Es ist nur, wie weit kann ich von meiner Bremse gehen? Wir haben ja alle eine Bremse und, was ich festgestellt habe, was wirklich 90% der Menschen hemmt, ist ihre Umwelt. Also nicht, dass die Sperre wirklich von innen rauskommt, sondern vom Partner. Ganz oft, das fasziniert mich immer so, Menschen, die wirklich mega spirituell sind, sagen, oh Gott, mein Partner hält von dem alles nichts. Das erzeugt bei uns Spannungen, da lasse ich lieber die Finger davon. Oder, oh Gott, ich bin Lehrerin, was denken die in der Schule von mir? Das ist dieser Punkt, sich wirklich zu outen. Und da muss man sehen, will ich das? Und ich denke, es ist wie Klavierspielen. Also jeder von uns kann Klavier spielen. Der eine übt, muss es mit Training machen, der andere macht so. Aber jeder kann Mozart sein, das lasse ich als Argument gelten, aber wir sind alle medial geboren. Jeder von uns kommt medial auf die Welt. Ganz eng verbunden mit den Engeln, mit unserer eigenen Seele. Und wir werden dann in eine Schiene, in einen Alltag gepresst. Wir dürfen nicht mehr dem nachgehen, was wir wollen. Wenn jemand zum Beispiel extrem musikalisch ist und tanzt, der muss sich trotzdem in den normalen Unterricht setzen und muss Mathematik oder Französisch, was ich lernen. Das ist so, man trainiert wirklich die andere Gehirnhälfte und dadurch verkümmert die linke Gehirnhälfte. Mhm. Das ist alles so ein Ding, was wir ganz, ganz oft vergessen. Ich denke umgekehrt, die linke Gehirnhälfte ist der Ratio. Was habe ich jetzt gesagt? Die linke verkümmert nämlich nie. Links-Rechts-Schwäche, man verzeiht ja, es mir. Ja, macht nicht. Danke dir. Ich pass auf. Ja, danke dir. Die linke, der Ratio. So ist links. Der wird oft geschult, aber die rechte. Genau. Die verkümmert dann und das ist so schade, ne? Man kriegt ja auch ganz früh Emotionen abtrainiert. Zeig deine Gefühle nicht. Jungs, richtig. Weinen nicht. Was sollen die denn alles von dir denken? Ganz genau. Bei kleinen Kindern, die ja schon vielleicht draußen mit den Elfen oder mit den Engeln reden, ja? Ja, lass den Quatsch. Was sollen denn die Leute denken? Die halten dich doch für verrückt. Ja, das ist auch so, genau. Ja, schade. Denn die kleinen Kinder, die sehen es wirklich. Die sind ja noch offen. Die können das noch. Die sagen, guck mal, Mama, da. Hast du gesehen, da oben, da ist doch so eine Fee, guck mal. Oder eine Elfe. Oder da sitzt doch mein Engelchen. Ja, oder die imaginären Freunde, mit denen wir aufwachsen. Ja. Auch ich habe Entchen und was weiß ich alles hinter mir hergezogen, die nur ich gesehen habe. Genau. Und es ist so schade, dass man dann vom Umfeld belächelt wird und irgendwann ist das weg. Ja, ja. Irgendwann ist dann der Ratio da und der nimmt es einfach weg. Ich finde es sehr schade. Jedoch, wir wissen drum und darum sitzt ja auch Silke hier. Und wir können es wieder praktisch erlernen, dieses Gefühl für uns zu entdecken, unsere rechte Gehirnhälfte wieder zu schärfen. Einfach wieder mal, ja, ich sag mal, nicht nur die linke, die natürlich sehr wichtig ist, zu benutzen, sondern auch unsere rechte Hälfte, unsere, ich sag mal, visuelle Hälfte, unsere bildhafte Hälfte. Denn wer gut mit der rechten Hälfte arbeiten kann, der kann auch bildhaftes Sehen sich entwickeln. Man sagt ja so oft, ja, das können meist nur die Frauen, die haben eine höhere Intuition. Männer können das nicht. Also ich muss es mal sagen, das stimmt überhaupt nicht. Mein Mann kann das gut. Der sieht alles, was er macht, über seine rechte Gehirnhälfte gleich vor seinem geistigen Auge und das läuft wie ein Film ab und er kann es erklären. Mir geht's Gott sei Dank auch so. Absolut. Also, ich kann das auch sehr gut. Und daher ist, wenn ich muss oft meine Augen dabei schließen, dann läuft der Film ab und dann spreche ich das einfach aus, was jetzt da abläuft. Und man könnte es gleich aufnehmen und dann wäre es eine wunderbare Reise, die mir gerade durchgegeben wird. Und das ist wirklich, das ist nichts Besonderes, sondern es ist da, so wie Silke schon sagte, wenn du etwas dafür tust. Und man darf es ja auch mal, jetzt mal ganz ehrlich gesagt, für viele, die noch ein bisschen Angst haben, oder man darf es ja auch erlernen wollen oder sich Hilfe holen. Zum Beispiel, wenn jemand zu dir kommt in deinen Workshop oder Seminar, kann man sich doch auch die Hilfe holen. Und vielleicht platzt dann der Knoten, oder? Keine Frage, wobei es wirklich wichtig ist, dass mir der Lehrer sympathisch ist. Ja. Weil wenn die Sympathie nicht stimmt,
dann bringe ich leider auch nichts mit nach Hause. Genau. Also deswegen, ich bitte euch, achtet nicht drauf, wer den größten Namen hat oder die meisten Bücher geschrieben hat. Schaut euch die Person vorher an, guckt, kann ich mit der, kann ich nicht. Weil wenn die Chemie nicht stimmt, nehmt ihr auch nichts mit. Könnt ihr das Geld auch in den Rhein schmeißen, habt ihr mehr davon. Oder schick essen gehen. Nein, man muss die Dinge auch beim Namen nehmen. Ja. Ich glaube, man muss da schon auf sein Bauchgefühl hören. Und was das große Plus ist, was ganz viele immer wieder vergessen, unsere emotionale Intelligenz ist im Schnitt 2 Sekunden schneller wie der Denker da oben. Mhm. Und das heißt, was wir zuerst fühlen, zuerst spüren, das ist definitiv so ehrlich, so verbunden, so aus uns selbst, da könnt ihr nichts falsch machen. Nur wenn ihr das dann in den Kopf schiebt, dann ist es zu spät. Das heißt, wenn ich jetzt den Impuls habe, beispielsweise, ich sehe jemand und ich finde den toll. So, und dann setzt irgendwann der Denker ein, aber ob der mich toll findet? Nein, wenn ich den ersten Impuls vertraue, weiß ich das sofort. Mm. Und das ist so das Spiel, was wir ganz oft vergessen. Auch beim Channeln ist ganz wichtig, die erste Eingebung ist gechannelt. Und dann fangen wir ja erst an, das im Kopf zu verhackstücken. Kann das wirklich sein? Kann das nett sein? Soll ich mich da bewerben? Kann ich das überhaupt? Das ist Ego und die zweite Stufe. Aber der erste Impuls, wenn wir den mitnehmen, dann sind wir genau im Fluss. Und dann sind wir alle da, wo wir sein wollen. Und wenn wir das anfangen zu begreifen und immer mehr integrieren, dann handeln wir immer mehr aus der Intuition und aus der Anbindung heraus. Richtig. Ich meine, das macht auch nicht alles rosa. Schön wär's. Doch, bei uns zwei ist alles rosa, oder? Ja. Zwinker, zwinker. Nein, aber es hilft. Es hilft wirklich und es hilft auch in der Verarbeitung. Ja. Von daher gesehen, erster Impuls, maßgebend, wäre so meine Message an euch da draußen zum Abspeichern. Richtig. Ego, unser Ratio, ich meine, ich weiß, ich arbeite immer mit mir so, dass ich auch ganz oft mein Ratio, wenn ich Anbindung haben möchte, erlaube, dann auch mal sich auszuruhen. Bei mir ist es so, ich habe einen Schaukelstuhl dafür und er geht in den Schaukelstuhl, mein Ratio hat auch einen Namen. Und dann sage ich, du geh in den Schaukelstuhl, ruh dich ein bisschen aus und geh schaukeln. Genau. Und ich rufe dich wieder, wenn ich dich brauche. Weil ich brauche ihn ja, ist ja wichtig. Also, das tut er auch inzwischen, das war aber auch ein Übungsprozess. Wollte er nicht immer, er war ein bisschen stur. Aber er wird, mittlerweile geht er jetzt schaukeln und ist auch zufrieden, mal schläft er ein und wird dann geweckt, ganz sanft, wenn ich dann ihn wieder brauche. Das ist auch wichtig, dass man mit seinem Ego spricht. Ja? Das ist auch Bestandteil des Channel-Führerscheins, dass wir wirklich fragen unser Ego, wie heißt du? Mhm. Weil es ist leichter, das Ego mit Namen zu nennen. Hat auch einen Namen, ja, das ist. Mhm. Da kommen manchmal ganz verrückte Namen. Also ja, das finde ich schon wirklich lustig. Und dann geht es wirklich darum, was braucht mein Ego damit, so wie du jetzt deinen Schaukelstuhl hast. Da kommen dann schon mal echt die verrücktesten Dinge. Manche Leute sagen, mein Ego braucht ein Stück Schokolade. Mhm. Das ist wirklich so. Ja, ich glaube, meins auch. Nein, jetzt Spaß beiseite. Ich glaube, es ist einfach wichtig, ein Ritual für sich zu finden, um sich wirklich frei zu machen. Und das nicht dogmatisch, sondern aus dem Herzen heraus. Und so findet jeder seinen Platz. Aber ich gebe dir recht. Und das mit dem Schaukelstuhl finde ich auch eine prima Idee. Genau, das ist der Paul. Der geht immer in den Schaukelstuhl, dann geht er schaukeln. Und ich finde das gut, weil Paul weiß das schon. Wenn ich ihn brauche, ist er da. Manchmal schläft er auch ein bisschen länger mittlerweile. Das findet er nämlich auch toll. Und dann wecke ich ihn sanft und dann, ups, ist er wieder da. So soll es sein, so oder? So soll es sein, richtig. Ja, du siehst schon, es sind viele Übereinstimmungen bei uns zweien und das ist so schön. Daher verstehen wir uns auch, wir wissen, wovon wir reden. Ja, jetzt möchte ich aber nochmal die einzelnen Bücher stellen. Ich habe hier noch eins, Silke. Norina. Atlantische Heilgeheimnisse, steht da drunter. Tolarions Tochter ist das. Tolarions Tochter ist die Norina. Wie kam es dazu? Ja, auch das ist ein bisschen spaßig. Ich war sehr traurig. Tolarion hat manchmal so Phasen, da zieht er sich einfach zurück. Mhm. Da kann ich ihn rufen, wie ich will, da ist so Schicht.
Und das sind so die Momente, wo ich immer denke, Herrgott, nochmal. Inzwischen habe ich aber begriffen, immer dann geht die Tür für irgendwas anderes auf und ich kriege Input von oben. Und auf einmal stand diese wunderschöne Frau vor mir, da lag ich gerade in der Badewanne und sagte, ich bin Tularions Tochter, ich heiße Norina. War ein bisschen viel Input für die Badewanne, weil ich hatte leider Gottes auch nichts zu schreiben in der Badewanne dabei. Die hat mir so ganz viel erzählt. Ich dachte, Mist, das wäre mein Buch, das wäre mein neues Buch. Yeah. Und es ging, und ich saß in dieser Badewanne. Ich konnte aber auch nicht raus. Ich wollte sie ja nicht verlieren, die Armen. Mm-hmm. Also es war irre lustig. Und kurz darauf bin ich nach Bludenz gefahren, wo ich sehr gerne bin in Österreich, wo ich auch ganz liebe Freunde habe. Und habe mich dort zum Schreiburlaub für eine Woche zurückgezogen. Ich bin immerhin mit dem Vorwort nach Hause gekommen. Oh. Nein, die Freude am Feiern war stärker und am Unterfreunde sein. Muss dann auch sein. Ja, also das war auch okay. Und danach habe ich mich echt richtig hingesetzt und da war sie wieder da. Und dann kamen so glasklare Aussagen, die mich sehr verblüfft haben. Und ich mag ihre Energie. Sie ist so, Tularion ist so ein bisschen der Genaue, der aus der Logik heraus. Und Norina ist wie ich. Vom Gefühl her ein bisschen chaotisch. Oh, schön. Nein, sie hat so diese atlantische Leichtigkeit und sie hat mir auch erklärt, die Rolle der Frau in Atlantis. Ich glaube, in Atlantis war ja dieser große Bruch, nicht nur vom Untergang, was man so munkelt, sondern schon vorher, dass man den Frauen ihr Gleichgewicht zu den Männern weggenommen hat. Also dieses Yin und Yang Prinzip zerstört, hat da, sagt man so, den Anfang genommen. Und auch da drauf geht sie ein. Es hat mir auch geholfen, ein Stück weit mit dem Thema Weiblichkeit wärmer zu werden, weil wir alle da draußen stehen ja unseren Mann, wir stehen im Leben. Egal wie sehr wir Frau sind, wir machen Haushalt, wir machen Job, wir machen Zelle, wir machen jenes. Und wir machen es uns manchmal unglaublich schwer. Und diese Weiblichkeit, diese Tiefe, die dürfen wir so gut wie nicht mehr leben, weil wir uns die selbst abtrainiert haben. Mhm. Also es hat jetzt nicht mal mit Mann zu tun, der uns das abtrainiert hat. Wir selbst sind in diesen Kampfmodus, ich sage jetzt Kampfmodus, eingestiegen, dass dieses Leben funktionieren muss und dass alles so sein muss, wie es ist. Und da ist Norina da, um die Weiblichkeit ein bisschen zu erwecken. Sie ist so ein Gegenpol zu Tularion. Und eben für mich verkörpert sie wirklich auch dieses geordnete Chaos. Mhm. Also dieses, ich darf mich auch mal einfach fallen lassen und schauen, was da kommt. Ich darf ausprobieren, ich darf spielen. Dieses Spielerische, die Leichtigkeit. Tularion ist mehr der gesetztere Atlanta. Und sie ist so dieser Windhauch, dieser Pff. Einfach das Weibliche und das Männliche. Genau. Zusammen. Unschlagbar. Und Yin und Yang, ne? Genau, und unschlagbar. Und unschlagbar. Finde es ganz toll. Ich halte es nochmal rein. Ihr werdet es natürlich auch auf unserer Seite finden. Und Birka Wagner hat auch eine Referentenseite bei uns im LLW Lotusblüte. Da könnt ihr auch schon mal draufklicken. Ihr Foto seht ihr ja dann unter Referenten und auch auf der Startseite. Einfach draufklicken. Öffnet sich eine Seite mit ein bisschen Text über Silke und natürlich auch zu ihrer Website. Und dort sind auch viele Links, die ihr einfach mal anklickt. Und dann seid ihr natürlich hier schon auf der schönen Website von Silke Wagner und könnt euch dort weiter kundig tun. Auch mal über Seminare und was du alles so anbietest. Ich habe gesehen, da ist doch einiges, was da kommt, ja. Wobei, da möchte ich gleich noch einhaken und möchte auf ein ganz großes Event, wenn ich darf, kurz allen erzählen. Und zwar, ich bin mir jetzt nicht sicher mit dem Datum, ich meine im Hinterkopf zu haben, es ist der 29. September, bin ich in Greifensee in der Schweiz mit Martin Zoller, also für mich das größte Medium der Zeit, und Bruno Erni, ein wunderbarer Kollege, der auch zwei fantastische Bücher geschrieben hat. Und dort gibt es einfach einen Healer Day. Und das ist insofern spannend. Also ich darf als Referentin dabei sein. Die Menschen vorne behandeln andere Menschen. Und Martin Zoller kommentiert diese Heilbehandlungen. Oh, und sagt, was er sieht. Für mich war das letztes Jahr, durfte ich schon Teil davon sein, sehr erhellend. Und ich möchte euch da draußen sagen, schaut euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, das nochmal an, weil Martin zieht sich für 1-2 Jahre aus Europa zurück. Das sind so seine letzten Auftritte und das, was er beim Heilen wahrnimmt. Wenn ihr selbst Heiler seid, geht ruhig hin,
Bewerbt euch als Heiler, behandelt die anderen Menschen, ihr kriegt so tolles Feedback für die Praxis. Also es war für mich unglaublich und für mich war es schön, ich durfte mein Fädenziehen zeigen und ich habe niemand gesagt, was ich tue und Martin Zoller hat sofort gesagt, du rufst die Ahnen 7 Generationen oh, zurück. Und es war so bewegend, er hat gesagt, und jetzt gehst du in die 7. Dimension und holst die Seelenanteile zurück. Das hat er genau gesehen, was ich gemacht Toll. Habe. Für alle da draußen, die wirklich wissen wollen, was tut ihr, wie gut seid ihr, tut euch diesen Tag an, es ist der Knaller. Super. Es ist wirklich der Super. Knaller. Das wäre am 29. September. Also bitte mit Vorbehalt, ich weiß, es ist ein Freitag und es ist Greifensee, Nachbarort von Zürich. Steht aber auch auf deiner Website, oder? Meine Website ist gerade am Überarbeiten, ja. Definitiv. Aber irgendwann wird es dann drauf. Also ich hoffe, dass es ab morgen drauf ist. Super. Und man findet es sowohl bei Bruno Erni als auch bei Martin Zoller jeweils auf der Seite. Sehr schön. Also es lohnt sich da wirklich. So, dann habe ich noch ein Buch, Wenn die Seele zum Diktat ruft. Mein absolutes Baby. Wenn die Seele zum Diktat ruft. Ja. Du schaust mich so an, als sollte ich was darüber erzählen, ja. Gell? Okay, einen Satz verpasst. Nein, ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch wirklich, weil ich habe auch ein Mama-Thema. Ich glaube, meine Mama hat es mit mir Dickkopf nicht leicht. Ich habe es mit ihr auch nicht immer leicht, gell, Mama? Und auf Seelenebene konnten wir, glaube ich, so viel lösen. Und meine Mama beginnt sich für meine Materie jetzt auch langsam wirklich zu öffnen. Und es ist schön. Ich habe ihr dieses Buch auch gewidmet. Und deswegen war für mich ganz, ganz großes Kino, mich nochmal mit meiner Seele auseinanderzusetzen. Mit meinen Seelenanteilen. Oder dieser Frage nachzugehen, wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Bin ich das, was mein Name ausdrückt? Bin ich Silke? Bin ich Medium? Bin ich Autor? Bin ich Mutter? Was bin ich denn eigentlich? Mhm. Und für mich hat sich immer mehr rauskristallisiert, wie wichtig das überhaupt ist, die Bedürfnisse seiner Seele kennenzulernen. Weil für mich hat die Seele 3 Stufen. Und wenn ich diesen Stufen nicht höre, dann gibt es diesen Einschlag. Also die 1. Stufe ist, ich habe eine Sehnsucht. Eine ständige Sehnsucht, die ich mit mir herumschleppe. Mhm. Und gehe dieser Sehnsucht nicht nach. Zum Beispiel, ich sehne mich nach einem anderen Beruf, aber ich habe das Gefühl, aus Existenzangst oder was auch immer, ich bin da gefangen, ich muss da bleiben. Mhm. Dann kriege ich diese Sehnsucht, diese wahnsinnige, ja, ich glaube, die da draußen die Sehnsucht haben, die wissen, was ich ausdrücken will, wie sich das anfühlt. Oder dieses Gefühl, ich würde so gern was anderes machen, aber was? So, das ist so die Vorstufe. Dann die 2. Stufe ist diese absolute Müdigkeit, was auch ganz oft als Burnout tituliert wird oder diese Lebensfreude, die abhanden ja. kommt. Mhm. Das ist so das 2. Warnsignal, wo ich einfach mal hingucken muss, was möchte denn meine Seele und mit kleinen Dingen vielleicht mal arbeiten muss. Und dann kommt dieses 3. für mich mit das Wichtigste, dann geht die Seele ganz oft in die Krankheit. Und wenn ich dann noch nicht höre, dann gibt es halt wirklich so einen Einschlag, dass ich was in meinem Leben ändern muss. Mhm. Das ist so, aber auf der anderen Seite, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir entwickeln uns nur, wenn uns irgendwie, ja, ich sag mal, die Betondecke auf den Kopf fällt. Wenn es ein Duster ist, ja. Wenn es uns wirklich gut geht, gehen wir nicht die Entwicklung. Stimmt. Aber wenn wir schon vorher in die Kommunikation mit uns selbst treten, mit dieser Seele, dann finden wir das einfach auch. Und das ist für mich mega spannend. Auch dieses Thema Seelenverträge, alles, was mit dazugehört. Ich konnte da ewig lang gar nichts mit anfangen. Aber dieses Buch war so ein Geschenk, weil es war so ein Selbstläufer, der hat sich echt geführt. Und ich bin sehr, sehr dankbar, auch wenn ich die Leute hier in meiner Praxis sitzen habe, einfach mal gucken, was ist denn auf Seelenebene los? Was funkt denn die Seele oder was sagt denn die Seele zu der Krankheit? Mhm. Und das sind manchmal ganz erstaunliche Dinge, wo ich selbst oft denke, Wahnsinn, was wir eigentlich alles wissen, aber nicht wahrhaben wollen. Und was mich in dem Sinn freut, ist, dass es auch immer mehr Kliniken gibt oder Ärzte, die wirklich erkennen, dass hinter Krankheit auch wirklich oftmals die Seele, die Psyche steckt. Und dass das alles Hand in Hand geht. Und da bin ich wirklich ganz arg dankbar, dass ich dieses Buch schreiben durfte, weil die Seele, die zeigt uns schon, wenn was schief läuft in unserem Leben.
Und es ist auch das, irgendwann kommen wir alle an den Punkt, ist das alles vom Leben? Was wollen wir? Aber wenn wir in unserem Seelenauftrag sind, kommen wir an diesem Punkt nicht her. Genau. Genau. Heißt allerdings nicht, dass wir jetzt alle spirituell sein müssen, um unser Seelenauftrag zu erfüllen. Es gibt ja wirklich banale Seelenaufträge. Ich kämpfe ja auch mit so einem, das immer wieder über Umwege an meinem Lieblingsthema, liebe dich selbst. Ich finde, das ist mit eins der schwersten Seelenaufgaben, die man eigentlich haben kann. Mhm. Und für mich war es ganz spannend, kurz bevor ich das Buch fertiggestellt habe, sind ganz viele Menschen gekommen, die gesagt haben, ich fühle mich nirgendwo dazugehörig. Oh. In meiner Familie gehöre ich nicht wirklich dazu, ich bin immer der Fremdkörper. Und auch hier ist spannend, für mich war das so, ich glaube, die Durchsage war sogar von Tularion, der mir erklärt hat, dass der Mensch ganz oft Ausflüge mal macht in eine andere Seelenfamilie, die sich wirklich zur Verfügung stellt, dass man weiß, wie es ist, wenn man nicht angebunden ist, dass die Seele Trennungsschmerz zu lernen hat. Und ich sag euch was, ich sag's ja immer wieder, ich muss, als mein Seelenauftrag für dieses Leben geschrieben worden ist, ich war bestimmt stockbesoffen da oben rumgelegen, weil freiwillig hätte ich mir den so nicht geschrieben. Und ich denke, so geht's vielen. Also im Normalfall sage ich an der Stelle immer, ich habe 8 Aperol-Spritz zu viel gehabt. Aber ich habe das so oft gesagt, inzwischen habe ich so viel Aperol-Spritzflaschen geschenkt gekriegt. Ich versuche das zu vermeiden. Ja. Aber Fakt ist wirklich, wenn wir unsere Seelenaufgaben festlegen, es ist manchmal schon ganz schwierig. Und dann fragt man sich, habe ich mir das wirklich so hingelegt in dieses Leben? Und genau da setzt dieses Buch ein, um uns das zu erklären, aber auch zu zeigen, wir können was ändern. Hallo, ich bin Kapitän meines Lebens. Und das ist wiederum das Geschenk daraus. Mit der Seele ist es ja nun auch so, meine, wo sitzt die Seele oder ja, wie groß ist die Seele und wie schwer oder was weiß ich. Man gibt es ja ein ellenlanges Thema. Jedoch, da wollen wir heute gar nicht drüber reden. Die Seele an sich gibt uns die Signale. Absolut. Jedoch, dieses Sprechen mit der Seele, das finde ich so wichtig. Das habe ich auch lernen dürfen. Meine Seele überhaupt mal erstmal wahrzunehmen. Und da muss ich zu sagen, das hat sie auch ganz schön krass gemacht. Ja, ja, wenn die Ansanara nicht hören will, dann trete ich der mal so richtig auf die Füße und dann wird sie wohl hören müssen. Und das habe ich auch dann gelernt und heute kann ich gut mit meiner Seele reden und das finde ich so schön. Heute höre ich sie auch. Manchmal muss sie zwar bei mir ein bisschen lauter brüllen, weil ich dann wieder meine Ohren auf Durchzug schalte, nur sie brüllt und dann höre ich es auch. Und das ist so schön. Ich finde das klasse, dass du das auch in deinem Buch nochmal, ja, das der Menschheit so näher bringst, dass du wirklich auch da sagst, du, schau mal, das Thema, den Titel finde ich ganz toll, wenn die Seele zum Diktat ruft. Absolut toller Titel. Also wie gesagt, ihr werdet ihn auch nochmal bei uns im Blog wieder finden, das Buch RLB Lotusblüte Blog. Und natürlich auch bei Silke auf der Website und ihr bekommt ihn auch im Smaragd Verlag. Kennt ihr doch schon, wir stellen so viele schöne Bücher vom Smaragd Verlag vor und dazu gehören auch die herrlichen Bücher jetzt von Silke. So, wir gönnen uns jetzt noch mal ein ganz kleines Päuschen und sind gleich wieder für euch da. Tschüss, bis dann. Gleich.
Ja, und schon sind wir wieder zurück. Freuen uns einfach oder würden uns freuen, wenn euch unser Gespräch hier richtig gut gefällt. Also ich kann echt nur sagen, mir gefällt unser Gespräch sehr gut, liebe Silke, weil es ist sehr locker und vor allem sehr informativ. Und ich denke, das werden unsere Zuschauer bzw. unsere Hörer genauso empfinden, diese Informationen, die rüberkommen, die du zwar hier vermittelst oder wir im Gespräch, jedoch auch vieles jetzt aus der geistigen Welt kommt. So habe ich das Gefühl, dass sich da immer wieder etwas einschaltet, was uns weiter die Information dazu anleitet, die Information weiterzugeben. Irgendwo vergessen wir gar nichts, obwohl wir keinen Zettel hier aufgeschrieben haben, außer dass ich hier so schöne Kärtchen von dir in den Händen halte. Und das ist auch etwas, wo die geistige Welt der Zettel, der aufgeschriebene Zettel ist, und sie arbeiten es ab und geben uns die Impulse. So, das ist das nächste Thema. Wobei ich hier was sagen muss, hier ist ein Engellandeplatz. Also man merkt, hier wird ganz viel energetisch gearbeitet. Ich habe mich hier hingesetzt und ich war sofort beruhigt. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, als ich hierher gekommen bin. Und ich muss sagen, hier ist so viel tolle Energie, dieser Engellandeplatz, diese Wärme, diese Liebe. Wenn die uns nicht hier tragen, dann weiß ich nicht, wo sie uns tragen. Richtig. Also ich bin sehr dankbar, dass ich hier sein darf. Und danke schön, das finde ich ganz toll. Und ich würde so gerne, dass ihr diese Energie, die hier in diesem Raum ist, dass ihr die auch spüren könnt. Also lasst sie euch hier in Flaschen abfüllen und zuschicken. Sie ist es wert. Sie ist es wirklich wert. Es ist der Hammer, was hier los ist. Ja, es ist, danke schön. Gerne. Das freut mich sehr. Vor allen Dingen freut es die Engel, ja. Silke, ich habe hier noch etwas. Das habe ich auf deiner Website gefunden und du hast mir jetzt dazu auch nochmal Flyerchen mitgebracht. Und zwar, du machst auch Pilgerreisen. Ja, Pilgern, okay. Steht hier. Ja, ich habe eine super Werbeagentur, die das gemacht hat. Nein, also als Pilgern würde ich das gar nicht sehen. Du sprichst jetzt Avalon an, nehme ich an. Ja, Avalon, genau. Mhm. Ja, wir gehen eine Woche nach Avalon mit einer Priesterin, die auch in Glastonbury lebt, die Katrin. Ann-Kathrin Knüpfer, tolle, beeindruckende Frau. Und ich hatte schon ein paar Mal den Ruf, den Impuls nach Avalon zu gehen und habe in letzter Minute einen Rückzieher gemacht. Also gerade letztes Jahr, mein Mann ist dann alleine gefahren mit der Gruppe, irgendwas in mir hat sich gesperrt. Ich war noch nicht so weit und ich habe nicht auf meine Seele gehört. Ich wollte das aus dem Kopf raus, aber dann kamen so viele Dinge, dass ich es nicht getan habe. Und jetzt spüre ich, jetzt ist die Zeit da, weil jetzt geht es auch darum, wirklich an diesen Ursprung zurückzugehen. Was ist Avalon? Was bedeutet Avalon? Und ich bin da ein bisschen die Hintergrundperson, obwohl ganz viele liebe Menschen diese Reise gebucht haben, die ich sehr schätze, die mitgehen. Ich unterstütze die Katrin auch, aber ich werde mich auf ihre Weisheit verlassen, und sie kennt die Gegend wie ihre Westentasche, sie kennt die Energien. Ich bin quasi nur diejenige, die davon profitiert. Und auch in mir gilt es nochmal, dieses Thema Weiblichkeit anzugehen, auch mal zu schauen, was ist an diesem Avalon-Thema eigentlich dran? Mhm. Was steckt dahinter? Und diese Göttin in mir, die da schlummert, dieses Frausein, dieses sei wild, sei einfach mal du, das möchte da, glaube ich, mal ein Stück weit in die Heilung gehen, das möchte raus. Und das ist so, wir gehen auch an Plätze, die anderen Gruppen nicht machen, Katrin sei Dank. Für mich unglaublich faszinierend. Ich glaube jetzt einfach, die Zeit ist reif und bisher war sie es noch nicht. Wie gesagt, auch für mich ein ganz, ganz großer Schritt. Aber die Magie, der Zauber dieser Gegend von Glastonbury ruft mich. Und wenn was mal so deutlich ruft, wie hast du vorhin gesagt, wenn deine Seele schreit, dann gehst du, und ich glaube, meine brüllt jetzt auch. Ich gehe jetzt auch. Einfach toll. Ja, ich wollte es auch nochmal hier vorgestellt haben, weil es hat mich jetzt auch sehr fasziniert. Und dann bietest du noch eine spirituelle Reise nach Korfu an. Das ist mein Baby, das ist ein mediales Fitnesstraining. Oh. Mir geht es wirklich darum, jeden Teilnehmer da abzuholen, wo er momentan medial steht, und richtig nach vorne zu bringen. Und das spielerisch, wer mich kennt, weiß ja auch, die Leichtigkeit des Feiern ist mir nicht fremd. Ich bin ein Pfälzer Kind. Schön. Wir Pfälzer wachsen wirklich mit dem Feiern auf.
Wir kriegen ja auch keine Muttermilch, wir kriegen Weinschorle, aber ich denke, das ist allgemein bekannt. Nein, diese Leichtigkeit und den Leuten einfach mal die Leute da abholen, wo sie stehen und sie wirklich eine ganze Woche begleiten, das ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk. Sehr ich freue mich sehr jetzt auf diese Woche, die am 23.06. beginnt. Das ist auch für mich Neuland. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt. Ich bin sehr dankbar, Petra Sommer von Elementarreisen, die ganz viele spirituelle Reisen anbietet, hat die Grundorganisation genommen, aber lehren darf ich. Ich darf mich wirklich ausbreiten. Mein Ziel ist wirklich, jeden so weit zu bringen, dass er A weiß, in welche Richtung möchte ich mich entwickeln, wohin geht mein Weg und wo sind meine Stärken und dass er diese Stärken auch nutzen kann. Und das ist völlig wurscht, ob es medial, in welchem Bereich der Medialität es spiegelt, ob es jetzt das Heilen ist, die Seelenkommunikation, die Engelkommunikation. Wir finden von jedem Einzelnen die Stärke und wir leben die auch aus. Herrlich. Das ist das Ziel. Ja, ich denke, das sind zwei ganz hervorragende Reisen. Und ich würde es euch einfach nochmal ans Herz legen. Schaut mal auf Silkes Website. Du gibst die nochmal durch. www.die-zauberwolke.de. Also immer an die Zauberwolke denken. Mit der zauberhaften Silke. Ja. Zwinker, zwinker. Absolut, das kann ich echt nur bestätigen. Oder einfach bei LLB Lotusblüte die Referentenseite von Silke anklicken. Dort findet ihr natürlich auch die Zauberwolke. Und ganz ihr könnt sicher euch informieren. Silke, wir hatten ein hervorragendes Gespräch. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Das kann ich echt so behaupten. Und unser Draht, der war ja irgendwo herrlich, sofort. Also absolut da, ja. Deswegen sagte ich ja auch, ich hatte das Gefühl, ich habe immer noch das Gefühl, wir sind aus einer Seelenfamilie. Irgendwo sind wir uns schon so oft begegnet. Absolut. Wir kommen immer wieder mit unseren Lernaufgaben und dürfen sie lernen. Und das Schöne ist, wir dürfen uns sogar persönlich dazu austauschen. Ist das nicht herrlich? Die geistige Welt ist voller Geschenke, oder? Und absolut, haben sie uns mit diesem Nachmittag ein ganz kurzweiliges, zauberhaftes Geschenk gemacht. Also für mich war das auch, ihr standet an der Tür, du und dein Mann, und mein Herz ging auf. Ihr habt beide so gelächelt. Ich habe eure Wärme gespürt und dachte, oh, die ganze Nervosität, warum sonst? Die sind klasse. Und so war es von der ersten Minute. Herrlich. Es war wie ein Nachhausekommen und dafür will ich euch beiden, also dir Danke sagen, deinem Mann Danke sagen, dass ihr mir die Möglichkeit hier gebt, dass ich kommen durfte, dass ich euch meine Arbeit vorstellen durfte. Und ich möchte euch da draußen sagen, tut was, seid weiter Radio Lotusblüte treu. Es sind zwei zauberhaft authentische Menschen, das findet man nicht oft, die hier ihr Lebenswerk, ihr Baby präsentieren. Unterstützt sie, wo ihr nur könnt. Sie sind es wert. Oh, danke schön. Das finde ich aber ganz toll. Ja, ich kann einfach nur sagen, danke, liebe Silke, für deine tollen Werke. Und ich weiß, da kommen mit Sicherheit noch mehr. Habe ich gerade so im Gefühl, ich spüre das gerade so. Da kommt noch einiges an Büchern und es kommt noch viel mehr. Ich bin gerade fleißig dabei. Ja, ich spüre das schon. Da bin ich ganz gespannt drauf und ich möchte dich auch bitten, dass du uns immer versorgst oder mich versorgst mit den Büchern, weil wir werden diese Bücher auch, unsere Moderatorin, die stellt ja die Bücher immer vor und wird jedes einzelne Buch, was ihr hier seht, auch mal in einer Abendsendung vorstellen und aus einzelnen Kapiteln daraus lesen. Und auch diese Sendungen werden immer wiederholt, weil ich finde das so interessant und die Rina macht das hervorragend. Also sie liest ganz, ganz toll und das finde ich so schön. Also somit kommt das auch so richtig schön ins Laufen, so soll es auch sein, ja? Ich bedanke mich bei euch einfach für euer Zuhören, für euer Zuschauen. Sage einfach, bleibt uns weiterhin gewogen. Schaut immer mal wieder bei LLB Lotusblüte rein. Vielleicht auch bei Facebook. Wir haben ja auch eine Facebook-Seite. Und wenn ihr gar nicht informiert seid, schaut mal in unseren Sendeplan. Den haben wir auch. Und da ist alles wunderbar mit Text und Bild beschriftet.
Und wenn ihr wissen wollt, welche Referenten denn hier bei uns sind, wir haben ja unsere Referentenseite. Klickt auch bitte mal bei Silke Wagner rein. Und dann könnt ihr euch informieren über alles, was diese wunderbare Frau macht. Ich sage nicht Medium. Diese wunderbare Frau als Botschafterin aus der geistigen Welt alles hervorbringt mit ihrem großen Herzen. Wir sagen zusammen Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Alles Liebe.